Leute, willkommen zu Bögis Welt Folge 89. Und dann legen wir auch gleich mal los, ne? Auf Mallorca leben 85.000 Deutsche. Dauerhaft. Ne? Das ist ja nun mal so eine Stadt für sich dann, ne? So 85.000 Einwohner, ne, Leute. Ja. Der Ausspruch "fressen wie die Scheunendrescher" bezieht sich auf die Jahre, als das Korn noch von Tagelöhnern von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang in trockenen Scheunen mit dicken Holzschlägeln durchgedroschen wurde. Ja, und wenn die dann so nach 10 bis 14 Stunden nur Keule schwingen. Schlägel schwingen. Ne? Dann waren die natürlich kaputt wie Sau und hatten Schmacht ohne Ende. Und deshalb haben Scheunendrescher immer sehr viel und sehr hastig gegessen. Daher rührt der Ausdruck "fressen wie ein Scheunendrescher". Heute sagt man das noch zu Leuten, die sehr hastig essen. Ne? Oder sich zu viel auf einmal in den Mund stopfen. Der Schauspieler Christopher Lee, auch bekannt aus Dracula, synchronisierte in dem Disney-Film "Das letzte Einhorn". Ist ja nun so ein Faible für Frauen. Also ich habe bisher noch keine Frau kennengelernt, die "Das letzte Einhorn", den Zeichentrickfilm, nicht gemocht hat. Auf jeden Fall Christopher Lee darin den König Haggard synchronisiert. Und zwar im Englischen als auch im Deutschen. Ne? Also er hat es in Englisch aufgesprochen und er hat es auch in Deutsch selber aufgesprochen. Ne? War kein deutscher Synchronsprecher beteiligt. Der kleine Postbote ist nun mal, ist keine Umschreibung für niedrigwüchsigen Briefzusteller. Der kleine Postbote ist ein Tagfalter. Ne? Der kleine Postbote. Jeder Deutsche verbraucht pro Jahr 64 Plastiktüten und Tütchens. Ja, 64 Stück. Polen hingegen verbrauchen 550 pro Kopf und Jahr. Ey Leute, das ist alles Erdöl. Ja, da kann man auch, könnte man so schön Sprit von machen und Autos betanken. Jute statt Plaste. Was für Einkaufsbeutel nehmt ihr? Oder habt ihr ein Körbchen? Schreibt's in die Kommentare. Während der Fischfangsaison im US-Bundesstaat New Jersey ist es dort den Männern untersagt zu stricken. Ne? Also wenn Fischfangsaison ist, nicht stricken. Der wissenschaftlich korrekte Ausdruck für den Satz "ich liebe dich" müsste heißen: in meiner psychologischen Konstitution manifestiert sich eine absolute Dominanz positiver Effekte für eine labil existierende Individualität deiner Person. Ja, da hört sich "ich liebe dich" doch besser an. Der US-Präsident George Washington starb in der letzten Stunde der letzten Woche des letzten Monats im letzten Jahr des 18. Jahrhunderts. So, jetzt könnt ihr
überlegen, was er für ein Sterbedatum hatte. Viel Spaß. Der Schauspieler Steve McQueen ermutigte seinen damaligen Karate-Trainer, eine Karriere als Schauspieler zu beginnen. Sein Lehrer war Chuck Norris. Es hieß, Steve McQueen hätte zu Norris gesagt, wenn man auch sonst nichts kann, kann man immer noch Schauspieler werden. Tja. Die älteste Achterbahn der Welt, und die heute noch steht, wurde 1902 gebaut und ist immer noch zu befahren im Lakemont Park in Pennsylvania, USA. Seit 1902 ist die da am rumjummeln. Als größter Findling, also diese dicken Steinbrocken aus der Eiszeit, die von den Gletschern hinterlassen wurden und mitgeschleppt wurden, als größter Findling Deutschlands gilt der 360 Tonnen schwere Stein in Alten Treptow in Mecklenburg-Vorpommern. Ist die größte rundgelutschte Stein Deutschlands. Der größte Spielzeugverkäufer der Welt mit rund 15 Milliarden Artikeln ist nicht etwa Toys R Us oder so. Nein, weltweit mit 15 Milliarden Artikeln ist es McDonald's. Wer hätte das gedacht? Ja, in jeder Junior-Tüte so kleines Spielzeug dabei. 15 Milliarden Stück setzen sie ab jedes Jahr. So ein Scheiß kann auch wieder nur aus den USA kommen. USA-Fakt. Ein Richter in Louisville beschloss, dass die Strafe, die die Jury für einen Mann festgelegt hatte, der 5 Einbrüche und eine Entführung begangen hat, etwas zu hart war. Die Jury verlangte nämlich eine Strafe von 5.005 Jahren Haft. Er reduzierte das Ganze dann mal auf eine Strafe von 1001 Jahr Haft. Das ist doch wieder so widersinnig, wie es geht nicht mehr. Hätte das auch lassen können. Ein betrunkener Sicherheitsmann in einer Moskauer Bank fragte seine Kollegen, ob sie nicht mal testen wollen, ob ihre schusssicheren Westen denn auch vor Messerstichen schützen. Tja, sie tat es leider nicht. Der 25-Jährige starb aufgrund von schweren Herzstichverletzungen. Also, es gibt schusssichere Westen und es gibt stichfeste Westen. Betrunkene Moskauer, da fällt mir auch dann nichts mehr zu ein. Möp, 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 möp. Ein deutscher Autofahrer wird im Laufe seines Lebens in etwa 15.250 Mal hupen. Möp, möp, möp. Ja. Wer sowas immer rausfindet, ist auch toll. Hupt ihr häufig beim Autofahren? Schreibt's in die Kommentare. Die mumifizierte Hand eines Notares, der Dokumentenbetrug begangen hat, wird im Rathaus in Münster ausgestellt. Ne, da oxidiert dann so eine abgehackte, mumifizierte Hand rum.
Ja, und dient seit 400 Jahren als Warnung für andere Notare. Ne? Ist jetzt gut. Eine Studie belegt, dass Männer, die bei ihrer Geburt weniger Gewicht hatten, später eher nicht heiraten. Ja, also untergewichtige männliche Babys heiraten später seltener oder gar nicht. Auf französischen Bahnübergängen ist es seit 1910 verboten zu küssen. Das ist jetzt auch wieder so was ganz Eigenartiges. Ich hätte verstanden, 1910 das Parken mit den Autos oder Pferdedroschken drauf verboten ist. Oder überhaupt sich da stehen zu bleiben. Aber nur das Küssen ist verboten. Scheinbar kann man auch eine Nummer schieben da drauf. Ne? Oh Schatz, lass uns küssen. Nee, wir dürfen wir nicht. Wir sind auf dem Bahnübergang. Lass lieber poppen. Ja. Ja, manche Gesetze könnte man auch mal irgendwann dann überarbeiten, ne? Auf amerikanischen Tamponverpackungen steht der Gebrauchshinweis: alte Tampons entfernen, bevor sie neue einsetzen. Wer macht denn sowas immer so rein bis... Ja, man muss auch manchmal am gesunden Menschenverstand zweifeln. Naja. Ein Chilene wurde dreimal daran gehindert, wählen zu gehen, weil die Beamten behaupteten, dass er tot sei und somit kein Stimmrecht hat. Er hat es immer wieder versucht zu erklären, dass er doch noch leben tut, ne? Und dass er ja vor ihm steht, aber ohne Erfolg. Als Ernesto Alva, 74 Jahre alt, das dritte Mal dann zur Wahl ging und wieder das Gleiche passierte, fand man schließlich heraus, dass es sich um eine andere Person mit dem gleichen Namen handelte, die aber schon vor 10 Jahren verstorben war. Tja, wenn die Beamten sagen, du bist tot, dann bist du tot. Da kannst du vor denen stehen und mit den Ohren wackeln, hilft dir nichts. Tja, so ist es, Leute, wird nicht anders. Macht es hübsch, bis zum nächsten Mal. Ciao.